Guten Morgen. Ja, bin heute ein bisschen später losgekommen, beziehungsweise habe mir ein bisschen Zeit gelassen, weil ich heute nur 63 Kilometer habe. Haben es jetzt gerade mal 8 Uhr. Also immer noch früh. Gefrühstückt habe ich schon. Danach brauche ich also nicht schauen. Mal gucken, vielleicht trinke ich unterwegs nachher noch mal einen Kaffee irgendwo. Aber wie gesagt, normalerweise sollte ich ziemlich früh an meinem heutigen Etappenziel sein. Ja, ich könnte auch noch weiterfahren. Ich weiß es noch nicht. Entscheide ich nachher spontan. Dann mal wieder ein paar Worte zum Campingplatz Ruhrtalblick. Den Ruhrtalblick, den vermisst man. Der ist wohl, weiß ich nicht, vor 30 Jahren mal da gewesen oder so. Oder man muss eine kleine, ich sag mal nicht ganz ungefährliche Stiege runter zur Ruhr gehen. Dann hat man natürlich auch den Ruhrtalblick. So ein kleines Fleckchen, weiß ich nicht, 10 Quadratmeter Platz an der Ruhr mit einem kleinen Bootsanleger. Ja, dann gibt es da ein Bistro. Das hat aber nur samstags und sonntags auf, damit sie die Wochenendradler einkehren können. Einkehren meine ich im Sinne von mit dem Besen einkehren. Weil der Platz an sich ist schön. Eine wirklich gerade Zeltwiese gibt es nicht. Muss man auch dazu sagen. Ja, ist ein kleiner Platz, sehr ruhig gelegen, aber dafür gibt es auch nichts. Also mal eben abends mal schnell eine Pommes essen oder ein paar Nudeln, wenn du da abends ankommst, könnte vergessen. Brötchen gibt es auch keine. Ja, ich meine, okay, der Brötchenservice wird für die meisten eh immer zu spät sein, aber na egal. Ja, auf den ersten Blick ist der Platz schön. Auf den zweiten Blick, spätestens wenn man die ganzen roten Geh- und Verbotsschilder sieht, wird man sich seinen Teil denken. Beziehungsweise, naja, also ich bin nett empfangen worden, so ist es nicht. Hatte mich vorher nochmal telefonisch da gemeldet, weil mir klar war, dass Mittagszeit ist, wenn ich da ankomme. Und von daher hatten wir dann 15 Uhr ausgemacht. Und ja, ich zeige Ihnen sofort die Zeltwiese. Sind gerade mehrere Leute da, dann bauen sie erstmal auf, dann melden sie sich hinterher an. Ist da soweit okay, also eigentlich ein netter Empfang. Und dann wollte sie mir erstmal zeigen, wie man eine Tür aufschließt.
weil du brauchst da einen Schlüssel für die Toiletten. Ist okay, gibt es ja überall mittlerweile. Kann ich auch nachvollziehen. Und wie gesagt, da wolltest du mir erstmal zeigen, wie man da die Tür aufschließt. Und dann, bitte machen Sie mal Licht aus. Ja, schon alleine für Spülen brauchst du eine Duschmarke. Nein, ja, das ist nicht meins. Also Hashtag keine Werbung. Ja, ich bin ja mal gespannt. Wir haben es heute Samstag. Wie viele Leute hier auf dem Roter Radweg los ist. Da vorne kommen mir schon die ersten Jogger entgegen. Was denn hier los? Ja, da hinten stand ein Ortseingangsschild. Dortmund-Sieburg, dann dürfte Hohensieburg und der Hengsteisee nicht mehr weit entfernt sein. Und da hinten sehe ich auch schon das Pumpspeicherkraftwerk. Lendemündung habe ich auch schon hinter mir. Ich denke mal, hier ist die Ruhr schon relativ breit, dass das hier wohl auch der Beginn vom Hengsteisee sein wird. Der Hengsteisee war der erste Stausee hier an der Ruhr und auch schon ziemlich früh Naherholungsgebiet. Ja, hier zum Beginn vom Hengsteisee geht es erstmal noch über eine Brücke. Ziemlich algenhaltig hier. Ein junger Scholli. Die Kamera gerade halten, sonst läuft das Wasser aus dem Bild. Ja, hier haben wir das Pumpspeicherkraftwerk, das Köpfchenwerk. Das ist eine alte und einfache Stromspeichermethode, wenn man so will. Und zwar zu Zeiten des Stromüberflusses, also wenn mehr Strom produziert wird, als gebraucht wird, pumpt man aus der Ruhr da oben in einen künstlich angelegten See jede Menge Wasser. Und wenn dann auf einmal mehr Strom benötigt wird, als produziert wird, dann lässt man das Wasser durch die Rohre ab, durch Turbinen hindurch und produziert wieder neu Strom. Allerdings ist der Wirkungsgrad nicht allzu hoch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel Prozent. Also es wird schon einiges mehr an Strom verbraucht, um das Wasser da hoch zu pumpen, als das hinterher beim Ablassen wieder produziert wird. Ja, jetzt musste ich von Hagen aus gerade eine Umleitung fahren. Boah, das hat ewig gedauert. Ich meine, war ausgeschildert, hätte definitiv besser ausgeschildert sein können. Weil zwischendurch bist du auf einmal in irgendein Industriegebiet und denkst dir, das kann doch nicht richtig sein, aber dann kam dann doch irgendwann noch mal wieder ein Schild. Aber bist du dann doch unsicher. Vor allen Dingen, das Navi sagt immer eine andere Richtung. Ist immer am Meckern. Naja, was haben die denn hier gemacht? Was soll denn der Scheiß? Ach, Schwellen. Weil da vorne ein Ruderclub ist. Langsam bin ich im Wittener Stadtgebiet angekommen. Das heißt, ich bin auch gleich an der
Zeche Nachtigall. Und dann kommt gleich die Burgruine Hardenstein und die Fähre Hardenstein. Hoffentlich fährt die auch. Keine Ahnung, ob die zur Corona-Zeit fährt oder nicht. Ach jo, da vorne ist schon das alte Feldbahnmuseum, glaube ich. Ja genau, da vorne der Bahnhof. Und dann kann man Sonn- und Feiertags hier mit der Bahn Richtung Muttental, Richtung Zeche Nachtigall fahren. So, dann werde ich mal gucken, ob ich hier an der Zeche Nachtigall, da gibt es eine kleine Biergartenwirtschaft, ob ich da eine Tasse Kaffee kriege, weil ich wollte sowieso mal langsam nach einer Pause gucken. Bietet sich ja an. Tja, Satz mit X. Steht da täglich ab 10.30 Uhr. Wir haben 10.30 Uhr, kein Mensch da. Na, wenigstens waren die Toiletten offen. Konnte ich mir noch mal ein bisschen Wasser mitnehmen. Ja, von der Zeche Nachtigall geht es dann Richtung Burgruine Hardenstein und Fähre Hardenstein hier entlang der Gleise. Wollen wir mal hoffen, dass dann wenigstens die Fähre fährt. Ja, zur Ruine werde ich jetzt nicht rüberschauen. Die kenne ich ja ganz gut. Ich fahre direkt zur Fähre. Ja, da kommt die Fähre und holt uns ab. Ist übrigens kostenlos. Da gibt es eine Spardose für einen freiwilligen Beitrag. Ja, so langsam wird die Gegend für mich bekannter. Aber jetzt werde ich dann doch mal sehen, dass ich irgendwo mal ein Plätzchen für eine Pause finde. Ja, ab Witten wird es ziemlich voll. Jetzt sind wir hier in Bochum am Kemnader See. Und hier gibt es tatsächlich den Luxus von drei Wegen. Einmal Fußweg, einmal Inliner und einmal Radweg. Und trotzdem sind die Leute unterwegs, wo sie wollen. Man kann es sich auch selber schwer machen. Ja, langsam wird es voll hier auf dem Ruhrtalradweg. Eigentlich wäre ich jetzt auch gleich schon am Campingplatz. Navi ist am Piepen, weil ich den Track verlassen habe. Weil ich fahre weiter. Mal schauen. Denke mal, bis Essen. So. Zwischenzeitlich hatte ich mal so schlechte Wegstrecke, dass ich mal wieder eine von den Lowrider-Taschen verloren habe. Ich weiß nicht, warum die sich lösen. Wenn ich so dran rumrüttel, passiert nichts. Aber beim Fahren ab und zu löse ich dann doch mal eine. Weiß nicht, habt ihr auch das Problem? Ich finde es schlimm manchmal. So, jetzt sind wir gleich auch in Bochum-Dahlhausen. Also ich habe die Etappe verlängert. Also wie gesagt, auch wenn mich das reizen würde zu probieren, ob ich 120 Kilometer mit Gepäck schaffen würde, aber es ist mir einfach zu voll. Und vor dem Baldeneysee kommt dann der Bahnhof Essen-Kupferdreh. Von da aus komme ich bequem mit der Bahn nach Hause. Und das mache ich dann auch.
fahre dann also nach Hause und fahre dann morgen die restlichen, was sind das, 50 Kilometer, schätze ich mal, werden es dann morgen noch sein. Und die fahre ich dann ohne Gepäck. Hätte zwar noch ganz gerne eine Zeltübernachtung gemacht, aber nee, ist mir hier zu voll. Da habe ich dann keine Lust weiterzufahren bis Essen werden oder so. Also Baldener See wird voll sein. Ja, jetzt bin ich gleich am Baldener See. Das heißt, dann auch nicht mehr weit weg vom Bahnhof Kupferdreh. Da fahre ich jetzt hin und dann fahre ich nach Hause. Morgen fahre ich dann wieder mit dem Zug hierher. Das ist überhaupt kein Thema. Und dann fahre ich die restlichen, ja, habe ich gut geschätzt, 50 Kilometer habe ich jetzt laut Sigmar noch. Also jetzt mal noch 2 bis zum Bahnhof oder so. Ja, dann bis morgen.